Nehmen wir mal Ihr Beispiel. Sie haben gesagt, M ist kleiner als der Nachfolger von N, genau dann, wenn. Was war das? Ja? Ja, genau, richtig. Genau. Entweder gleich groß wie m, also n, wir gehen auf den Fall zurück, auf einen kleineren Fall zurück, n entweder gleich groß wie m oder größer. Größer kennen wir jetzt noch nicht. Wir kennen erst kleiner, okay? Versuchen Sie es mal mit kleiner zu formulieren. Also m kleiner als der Nachfolger von n, genau dann, wenn. So, Sie hatten gesagt, wenn beide gleich sind, ne? M gleich N oder, und jetzt formulieren Sie es mal mit kleiner. Genau, wenn M kleiner ist als N. So, ich habe jetzt hier zwei neue Symbole eingeführt, über die muss ich erstmal sprechen, ne? Hier. Das hier bedeutet genau dann, wenn. M ist kleiner als der Nachfolger von N, genau dann, wenn M gleich N ist oder, dieses V da bedeutet oder, M kleiner ist als N. Sie merken, ich führe immer so nebenbei neue Symbole ein. Wir werden uns nachher im zweiten Teil der Vorlesung intensiv damit auseinandersetzen. Da beschäftigen wir uns nämlich mit Aussagenlogik und da gucken wir uns das nochmal genauer an. Genau dann, wenn, oder und so weiter. So, intuitiv, versuche ich mal reinzudenken. Eine Zahl ist kleiner als der Nachfolger einer anderen Zahl, wenn entweder beide gleich sind, m und n. Ja, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich sagen wollte, 3 ist kleiner als der Nachfolger von 3. 3 ist kleiner 4. Das stimmt, weil 3 gleich 3 ist. Ist also auch 3 kleiner als der Nachfolger von 3. Jetzt ist das natürlich ein Spezialfall, dass n m ist, ne, und der Nachfolger von n genau 1 größer als m. Also muss man noch die anderen Fälle mit berücksichtigen. Wenn ich zum Beispiel hier stehen habe, 3 ist kleiner der Nachfolger von 5, dann gilt ja nicht 3 gleich 5. Also muss ich mir noch einen zweiten Fall ausdenken. Nämlich, na gut, wenn 3 kleiner sein soll als 6, als der Nachfolger als 5, dann führe ich das zurück auf den Fall 3 kleiner 5. Also auf 1 weniger. Ja? 3 ist kleiner als der Nachfolger von 5, entweder wenn, genau dann, wenn 3 gleich 5 ist, oder 3 kleiner ist als 5. Und jetzt habe ich hier wieder die Definition verwendet und komme sozusagen in den rekursiven Abstieg wieder hinein. Jetzt kann ich sie wieder verwenden, um zu prüfen, ist denn jetzt 3 kleiner als 5? Dann wende ich diese Definition wieder an, weil die da oben passt nicht, hier rechts steht ja 0 und nicht 5, und muss mich wieder für einen dieser beiden Fälle entscheiden. Und gehe mitunter, wenn ich mich für den zweiten entscheide, wieder in einen rekursiven Abstieg rein, so lange, bis dieser Fall hier eintritt. Oder nicht, wenn die Aussage nämlich nicht gilt. Das machen wir gleich mal an einem Beispiel durch. Hier war eine okay, keine Frage. Hm? So, wir machen es mal an einem Beispiel. Schauen Sie mal. Nehmen wir gerade mal das Beispiel. Wir wollen prüfen, ob 3 kleiner ist als 6. Ja? 3 kleiner als 6, das bedeutet 3 kleiner als der Nachfolger von 5. Stimmt das? Müssen wir uns überlegen. Ja? Wir wissen aber, wenn wir, ja, wir müssen jetzt überprüfen, welche dieser beiden Definitionsteile wenden wir an. Wir wenden den zweiten an. Denn hier steht kleiner 0, das können wir hier nicht verwenden. Hier steht ja nicht 0. Ja? Sondern wir wenden diesen Teil hier an. Also 3 kleiner Sigma von 5. Genau dann, wenn. Jetzt müssen wir mal gucken. 3 gleich 5 oder 3 kleiner 5. So, jetzt stellen wir fest, naja, wann ist denn eine solche, wann ist die Oder-Aussage wahr?
Naja, zumindest muss mal einer von beiden hier zutreffen, ne? Wir werden uns damit noch später genauer befassen. Aber 3 gleich 5, das trifft schon mal nicht zu. Das hier ist falsch. Brauch nur mal eine Farbe rauszuholen und schon wird im Mäppchen gekruschelt, oder? Okay. 3 gleich 5 ist falsch, ne? Deswegen müssen wir. Deswegen. Ja, die Aussage ist nur dann wahr, wenn mindestens einer von den beiden Teilen hier wahr ist. Und der ist nicht wahr, also muss der zutreffen, damit die Aussage wahr ist. Und jetzt, ja, wissen wir noch nicht so genau, ob das hier wahr ist, 3 kleiner 5. Ja, wir müssen die Definition wieder anwenden, das ist rekursiv. 3 kleiner 5, 3 ist ja kleiner, ja, das ist dasselbe wie, ich schreibe es hier drunter, 3 kleiner als der Nachfolger von 4. Gilt das denn jetzt? Naja. Den Teil können wir nicht anwenden, müssen wir wieder den hier anwenden. 3 ist kleiner als der Nachfolger von 4, genau dann, wenn 3 kleiner 4 ist oder 3 gleich 4 ist oder 3 kleiner ist als 4. So. Dieser Teil hier ist falsch. 3 ist nicht gleich 4. Also müssen wir uns diesen Teil wieder mal anschauen. Ja? 3 kleiner 4, also 4 ist ja der Nachfolger der 3. 3 kleiner als der Nachfolger von 3. Genau dann, wenn 3 gleich 3 ist oder 3 kleiner 3. So. Der Teil ist falsch und 3 gleich 3 ist wahr. Das wissen wir, ne? Sie müssen Ihren Grünstift jetzt rausholen. Okay. Wieso wissen wir das, dass das wahr ist? Dass 3 gleich 3 ist? Das ist eine gute Frage. Woher wissen wir, dass 3 gleich 3 ist? Naja, wir setzen mal die Identität der natürlichen Zahlen jeweils voraus. Also wir haben nur eine 3. Ja? Wenn wir uns die Struktur der natürlichen Zahlen vorstellen, wissen wir, hier ist die 0, hier ist die 1, hier ist die 2, hier ist die 3, hier ist die 4, hier ist die 5 und so weiter. Ja? Und es gibt nur eine 3. Also davon können wir mal ausgehen, dass die 3 zu sich selbst gleich ist. Das wissen wir. Okay? So. Okay, wir wissen jetzt, bei dieser Aussage hier rechts ist ein Teil wahr, 3 gleich 3. Also ist diese Oder-Aussage hier wahr. Ja, 3 gleich 3 oder 3 kleiner 3. 3 gleich 3 ist wahr, also ist das Gesamte hier wahr. Da diese Aussage wahr ist, ist auch diese Aussage hier wahr. Na, denn diese Aussage ist ja wahr, genau dann, wenn diese Aussage wahr ist. So. Weil diese Aussage wahr ist, ist auch diese Aussage hier wahr, das ist ja die gleiche. Und weil diese Aussage wahr ist, ist diese Aussage hier wahr. Und weil diese Aussage wahr ist, ist diese hier wahr. Und weil diese wahr ist, ist diese hier wahr. So. Wir wissen also, 3 ist kleiner Sigma 5. Ja. Also 3 kleiner 3 ist ja eigentlich wahr. Nee. Warum ist dann die gesamte Aussage? Wir haben hier ein Oder. Ja. Diese Aussage ist wahr, wenn das hier gilt oder das. Okay, das gilt. Oder der andere Teil wahr ist, können wir sagen, alles ist wahr. Eine Oder-Aussage ist wahr, wenn mindestens einer der beiden Teile wahr ist. Dann ist die gesamte Aussage wahr. Ja. Sie meinen jetzt von hier abgesehen? Genau. Wir haben immer weitergemacht, weil wir wussten, das ist falsch und wir wussten nicht, dass das hier wahr ist. Wir mussten also überprüfen, ob das hier wahr ist.
Das haben wir gemacht, indem wir Definitionen wieder angewendet haben, weil es eine rekursive Definition ist. Haben wir geprüft, ob das hier wahr ist. Das war falsch und bei dem wussten wir es nicht. Also haben wir die Definition wieder angewendet. Haben wir geprüft, ob das hier wahr ist. Und jetzt sehen wir, da ist einer der beiden rechten Teile wahr. So, damit ist die wahr. Damit ist die wahr. Die war falsch, die war wahr, damit ist aber die hier wahr. Und genauso an der Stelle. Ja? Moment. Wir holen das nochmal. Richtig. Hiermit haben wir bewiesen, dass die Aussage 3 ist kleiner als Sigma 5 wahr ist. Ja. Warum? Weil 3 gleich 3 ist. Weil 3. Genau, ja. Nicht ja. Genau, wir wissen, dass 3 gleich 3 ist. Das war die einzige wahre Aussage, auf die wir das hier zurückführen konnten. Weil wir vorher auch gesagt haben, 3 kleiner 4 ist auch richtig. Bitte? Wir haben ja auch gesagt, zum Beispiel eine Zahl oben über das 3 kleiner 4 wäre ja auch richtig. Das haben wir aber erst gesagt, nachdem wir wussten, dass 3 gleich 3 ist. Also, ich wollte wissen, ob diese Aussage wahr ist. Das wusste ich nicht. Ich habe ja noch nicht wahr hingeschrieben. Sondern ich habe geguckt, wann ist die wahr? Wenn entweder das hier gilt oder das hier gilt. Das war falsch. Wusste ich nicht. Eins von beiden. Deswegen muss ich prüfen, ob das hier wahr ist. Das wusste ich aber noch nicht. Ich habe ja erst kleiner definiert. Ich muss erst mal gucken, was bedeutet denn 3 kleiner 4. Dann habe ich die Definition nochmal angewendet. Habe 4 in Sigma 3 umgeformt, damit ich die Definition hier anwenden kann. Und habe geguckt, ist diese Aussage wahr? Das wusste ich nicht. Und diese Aussage ist wahr, genau dann, wenn 3 gleich 3 ist. Oder 3 kleiner 3. Und ich weiß, 3 ist gleich 3. Wenn wir wissen, dass 3 gleich 3 ist, wissen wir auch, dass 3 kleiner 4 ist. Stimmt? Jetzt. Sie wussten das natürlich vorher schon. Ja? Aber wir haben das jetzt einmal formal durchgeführt, warum Sie das wissen. Ja? Wenn Sie beweisen, wie macht man es für größere Zahlen, ist die Frage, genau, wenn Sie beweisen wollen, dass 3 kleiner eine Million ist, haben Sie einiges zu tun.